Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Resident Evil 4 Remake. So, meine Leute, wir sind jetzt bei den guten alten Freund What Do You Buy? So nenne ich ihn, weil ich habe ihn immer so genannt. Und ja, meine Lieben, wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like da und los geht's. Okay, die Karte habe ich schon. Ja. Ach so, ja. Ja, halten! Englisch, Entschuldigung. So, wo bin ich denn jetzt? Oh. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nein. Sorry, keine Absicht. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Bitte dreh dich nicht um. ¿Dónde estás? Rohstoff. Saphir. So, weiter geht's. Nicht wundern, meine Vögel fliegen nur. Was? Oh nein. Ja.
das überhaupt? Scheiße! Den muss ich ja aufpassen, du Wichser, du! So, deine Mutter. Am besten gehe ich nochmal zurück. Verkaufe erstmal diesen Scheiß. Hallo Fremder, willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Besten Dank. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Okay. Das versichere ich. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklich wäre das dann alles? Stirb mir da draußen nicht weg. So, komm her, du Motherfucker. Hier, du Wichser. Aus dem Weg. Ah, du Wichser. Keine Absicht.
Spürst du das überhaupt? Ja. Oh, Scheiße. Lad nach. Scheiße. Oh, eigentlich. Gleichzeitig gesagt. Als Marak. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was es einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Astrokarten verdienen keine Vergebungen. Ach, da. Dreckige Halsperle. Lecker. Und Spindel. Da kann ich eh nicht durch. So. Oh, der Scheiß dir! Der Scheiß dir einfach! So, dann können Zombies scheißen. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Warte mal, was ist das? Fleisch. Endlich Fleisch unseres Fleisch. Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Okay. Alte Fotos. Da brauchen wir ein Passwort. Ich dachte, das wäre ein Kraut. Oh, cool. Illuminados.
in Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuerste Besitztümer an. Der Betragbauer seines feinste Getreide, der schmächtigste Schweinehirt sein kräftiges Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der das Meister sah die Geschenke und war zufrieden, also Getreide, Schwein, Kind. Getreide, Schwein, Kind. Kristallkugel. Oh, dein Ernst. Hab dich nicht so, Leon. Lean. Okay. Ich kenne das Scheiß. Scheiß war noch nicht da. Hä? So vielleicht? Cool. Aufzeichnungen des Dorfes, Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in der letzten Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. September. Erste Anzeichen eines Hungersnots. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Sandl Befehle sind absolut. 13. Januar. 13 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auflösung versammelt. 6 weitere für Lord Sandl ausgewählt. Ab 8. April. April, 8 weitere heute. 4 weitere heute. 11 weitere heute. Datum, keine Ahnung. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslösung. Ist das? Räuberleiter, oder? Ja, klar. Okay. Insigne. Oh, guten Morgen. Kapitel beendet. Achso. Basis an Condor One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella?
Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One Ende. Akten lesen. Luis Sierra Navarro, Alter 28, Geschlecht ja, männlich natürlich. Sierras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden. Nicht einmal ein Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er seine Stellung in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurde. List liegt bei ein paar Jahre später verließ Sierra Umbrella und verschwand vor der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühen sich Behörden und Regierungen, alle Personen mit Verbindungen zu Umbrella aufzuspüren, könnte ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Sierra sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigan Handschrift. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Glaubst du echt, dass Umbrella eine ihren Besten an irgendeinen Magentablette oder Faltencreme forschen lässt? Luis Sierra. Zur Kirche gehen. Mache ich auf jeden Fall. Du auch? Oh nein, du Hund. Nein, nein, nein. Pass auf dich auf, Kleiner. Er klauen mich schön allein lassen. Meine Güte. Oh, guten Morgen. Denkst du, ich sehe dich nicht? Denkst du, ich habe das nicht gesehen? Arschloch. Oh, da habe ich ja durchsucht. Stimmt. Scheiße, nicht die Drecksköter! Langsam habe ich genug. Ah, scheiße. Oh, die Dinger sind so schnell! Ja klar, du Kleiner. Komm her, du kleiner Ficker.
Ah. Oh. So, rotes Kraut. Da habe ich alles durchsucht. Truhe mit Insignia. Verschlossene Schublade. Alter Kompass. Okay, Bauernhof. Da waren Schätze? Ach, toll! Ah, oh, da ist die... Ah, da ist was. Nicht gucken. Guck nicht nach hinten. Sind die Wichser blind? Und nicht Durchbruch. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Ugh.
kleiner Wichs. Ach, Mann. Wer ist denn das? Ah, das lese ich nicht, das ist... Oder doch? Ist das vielleicht, das ist wichtig. Ach Mann! Na lecker, ein großes Hirn. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Guten Morgen. Lange nicht mal gesehen. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Viper servieren, bevor es ihm zu Ende geht. Des anderen Leid, Fremder. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ich komme. Besten Dank. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Na dann, was kann... Stirb! Mir da draußen nicht weg. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Okay. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein angenehme Reise. Kirche, das muss sie sein. Ja, yep, ist es auch. Doch nichts. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. Ich halte diesen
Controller, Lautstärke, direkt im Mikrofon. Damit ihr das mal hören könnt. Weil das haben die echt scheiße gemacht, so. Ah. Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Ah, ein Ding. Karte des Säufers. Ein Störenfried von außen außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen, schließt in der Kirche und wartet auf euren Befehl, unseren Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt einen Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich der törichten Eindringung eindringlichst einnehmen. Okay. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Na, da gehe ich erstmal später. Cool. Was ist da unten? Nicht mehr mit dem Wissen. Oh, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Verstehe. Bildgranate. So Leute, hier mache ich jetzt meinen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like, das würde mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, Oruba, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.